Jetzt hat er Schieß. Nix gibt's hier. Freak. Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, ihr habt den Start ja gerade miterlebt. Beziehungsweise in der letzten Folge. Genau, da machen wir jetzt weiter. Also ich gehe jetzt mal zum Strand, werde mich waschen. Wegen Infektionen und so weiter. Und ja, ansonsten sieht es ganz gut aus. Also ich habe meinen Kram zusammen. Mein Inventar sieht relativ voll aus. Ich habe Musik. Die füllt sogar die Energie wieder auf. Und als nächstes werde ich hier um mein Camp noch ein paar Fallen aufstellen, um hier ein bisschen sicherer zu sein. Und werde dann, glaube ich, doch mit der Blockhütte anfangen. Aber ich weiß es noch nicht. Vielleicht versuche ich auch irgendwie ein paar einzelne Dinger zu bauen oder so. Also diese einzelnen Teile, die man machen kann. Jo. Schauen wir uns das mal an. Diese Beeren, das ist super. Ich habe schon was laufen hören. Ein super Vorrat an Leaves, also definitiv. Beste Quelle für Blätter. Oh, ich bin schon gewaschen. Ist doch nicht so weit raus hier. Da ist schon wieder ein Hai. Oh, da ist wieder alles voll. Ist ja gut. Ist ja gut. Das sind eure Gewässer. Ich hab's verstanden. Ich hau ja schon ab. Was haben wir denn noch? Ich habe mich gewaschen, hab ein bisschen Kram eingesammelt. Can't carry any more sticks. Okay. Gehen wir wieder zurück. Ja, ich muss mich hier noch ein bisschen weiter verteidigen. Aber so richtig viel habt ihr auch nicht verpasst. Das war halt wirklich nur ein kurzer Angriff. Soweit, so gut. Dann schaue ich mir das mal an. Schöps, ich bin am Zittern. Ich stehe aber auch im Feuer. Ich fange mal mit der hier an. Die sieht cool aus. Ja, okay, Feuer ist gut. Naja, okay. Also, baue ich eine Falle hier. Ich mache ein paar Wetter nach. So. Geht das jetzt oder geht das nicht? Ah, ich weiß ja nicht. Machen wir erstmal weiter. Eine Happy Birthday Trap. Ja, die Frage ist, in welche Richtung soll ich die aufstellen? Hm. Ich glaube ja, die geht dann, wenn ich sie so hinstelle, von mir weg los. So in meine Richtung. Schauen wir mal. Ah. Schauen wir mal hier hin. So. Okay. Bauen wir die beiden erstmal fertig, würde ich sagen. Ich gehe mal sammeln. Das ist ja wunderschön, dass hier so viel rumliegt. Ne? Also ich bin da echt glücklich drüber. Mal bis auf Baumstämme. Aber wir haben ja ein Lager. So. Was. Ich glaube, für die Blockhütte werde ich das so machen. Ich habe das Gefühl, da kommen nämlich dann mit Absicht immer ganz, ganz viele. Da werde ich dann ganz viele von den Lagern bauen. Mir sämtliche Baumstämme, die ich benötige, in diese Dinger reinklatschen und dann ganz schnell die Hütte fertig bauen. Gucken, ob das so funktioniert. Ich habe jetzt aber auch Ruhe, nachdem ich die so abgewehrt habe, muss ich sagen. Aber man soll sich nicht zu früh freuen. Den Tag nicht vor dem Abend loben. Das kommt hier ganz gut hin. Ja. Na, was haben wir denn hier noch? Da hängen noch die Schaltkreise rum. Oh nein, ich hab's schon wieder getan. Ich hab's schon wieder getan. Also der Finger auf der E-Taste, der ist definitiv... Oh nein, viel zu selbstständig.
geh ein, ehrlich. Das ist aber auch gemein, ne? So. Na, haben wir das schon mal? Jetzt haben wir hier nichts mehr. Der braucht nur Baumstämme. Ehrlich? Nur Baumstämme? Ist ja cool. Dann brauche ich davon mehr, glaube ich. Habe ich noch welche? Irgendwo rumliegen. Außer ein paar Beine und so. Da. Noch ein paar Leaves fürs Feuer. Aber Baumstämme habe ich keine. Also. Halt doch. Irgendwann brauche ich den Platz ja auch noch, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das fällt jetzt auf mein Camp und alles ist kaputt. Ich wollte mich gerade beschweren. Okay. So. Herrlich. Wenn er mir das anzeigt, kann ich da auch selber reintreten? Ich hoffe nicht. Ja, da brauche ich auch noch ein paar Baumstämme. Aber hier lagen noch welche. Da haben wir noch was. Drüben vielleicht. Wunderbar. Einen noch. Den haben wir natürlich nicht hier rumliegen. Also bis jetzt habe ich ja echt gut Ruhe hier, ne? Ist mir selber gerade nicht ganz geheuer. So. Ja. So. Hier geht's lang. So. Herrlich. Ist ja auch so ein Totenkopf-Symbol. Ja, also hier. Da hatte ich schon recht, dass die dann hier reinlaufen. Jo. Das ist doch schon mal was. Okay, dann gehe ich mit dem Baumstamm mal lagern. Na, geht das hier? Also ich habe echt meine Problemchen mit dem Ding. Ah. Verstehe ich nicht. Ist es jetzt doch kaputt oder ist es einfach buggy oder? Ach egal. Ich baue mir einfach noch so ein Ding. Ja, und ich muss mich mal wieder waschen gehen. Ja schon. Low Energy, okay. Ja, wenn ich jetzt reste, ist natürlich doof. Ich wette, dieses Radio lockt die an, aber ich kann es nicht lassen. Herrlich. Brandaktuelle Musik. Na, kommt jemand? Also bis jetzt tut sich nichts. Ich spreche mal wieder etwas lauter. Das ist der Knaller mit der Musik, ehrlich. Ich komme fast nicht da rein zu labern in die Musik. Das ist einfach irgendwie. Das hat was, wirklich. Coole Idee.
Hier wieder ein paar Stöcker sammeln. Mach das mal fertig. Also mir ist gerade aufgefallen, dass wir dort den Hasenkäfig selber befüllen müssen und sich die Hasen dort drin vermehren. Das ist cool. Das stand da, glaube ich, vorher auch nicht. Diese ganzen Körperteile hier in meinem Camp, ne? Mann, Mann, Mann. Giftige Bären. Ein paar Stöcker sammeln, die brauchen wir. Oh, 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 da sind sie wieder. Ich höre sie. Aber ich sehe sie noch nicht. Ich habe ein bisschen Schiss, aber naja. Ich habe mich gerade gut verteidigt dagegen. Das kriegen wir auch nochmal hin. Okay, das ist schon mal fertig. Auch noch 9 Sticks. Das kriegen wir auch hin. Aber wir haben noch eine Baumstämme hier. So. Haben wir den letzten. So. Das Ding mal voll. Hier geht's auch nicht. Hier geht's auch nicht. Das kann mir doch keiner erzählen. Warum sind die Dinger plötzlich buggy? Das gibt's doch gar nicht. Ah. Tja, dann lassen wir das mit dem Zeug mal. Die haben mich bestimmt gehört gerade, als ich gesagt habe, ich sammle das vorher und mache dann die Blockhütte. Nee, 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 Curse, so geht das nicht. Ist ja viel zu einfach. Ja, aber sonst... Ich benötige noch 2 Köpfe. Jetzt macht das Feuer wieder an. Am liebsten würde ich das abreißen, aber irgendwie geht's nicht. Naja. Dann baue ich erstmal noch ein paar Fallen, ganz ehrlich. Da fühle ich mich wohler. Mal gucken, was die so kann. Die sieht ja auch stylisch aus. Cooles Ding. Okay, hier fehlt noch eine. In welche Richtung wirkt die, ist die Frage. Ich stelle die einfach mal so quer. So. Okay. Oh, ich muss mich waschen. Dringend. So, was brauchen wir hierfür noch? Okay, die haben wir schon. Machen wir die Baumstämme. Habe ich noch einen oder zwei? Da liegt noch einer. So. Unser Hasenkäfig funktioniert, weiß ich ebenfalls nicht, aber das finde ich schon noch raus. Oh, wo ist der Lizard? Ha. Egal. Und das mit den Dingern hier, ne? Ist, naja, naja. Aber ich will erst speichern, wenn ich die Falle fertig habe, ganz ehrlich. Das ist mir momentan ja alles zu riskant. So. Perfekt. Das geht doch schon mal. Jetzt mal ganz ehrlich, da kann ich doch auch langsam hier Basic Wall, ne? Defensive Wall, die ist doch besser. Da fange ich mit sowas an hier. Ganz ehrlich. Mal gucken, was daraus wird, aber...
So. Ah, macht er automatisch. Das ist ja cool. Das ist ja super. Da setzen wir das automatisch nebeneinander. So. Ich will aber auch nicht zu groß bauen. Das kostet mich ja extrem viel Holz dann noch. Ist jetzt schon bei 18. Bin ich bei mehr als die Hütte kostet. Ah. Und die Falle ist ein bisschen sinnlos. Dann lasse ich immer mit Absicht offen. Schauen wir mal. Ob die mir das dann einreißen hier oder was die machen. So. Ah. Jetzt macht er mir das nicht mehr da dran, oder was? Ja, doch, aber er macht es mir noch nicht mehr zu, wenn ich einmal in die Richtung gebaut habe. Irgendwie doof. Naja. Das gefällt mir gerade nicht, aber ist jetzt auch egal. Ich wollte erstmal speichern und dann schaue ich mir das weiter an. Es ist immer noch ruhig. Also ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ach, minus 8 Loks übrigens. Das ist ja schon mal schön. Ach, kommt. Ich esse mal was. Oh, einen Hasen machen wir uns fertig. Lecker Hasenbraten. Das ist ja schon cool, dass das so vorwärts geht. Also ich habe echt mit Schlimmerem gerechnet. Also entweder habe ich einen guten Start erwischt oder die Alpha 002 ist jetzt einfacher geworden. Das kann natürlich auch sein. Okay. So. Aber die hier, ne? Die stamme ich immer noch. Ja. Das war, glaube ich, nur ein Hase. Ich finde auch gut, dass diesmal wirklich hier so viele Viecher noch sind. Sonst war es wirklich so, ich habe am Anfang ganz viele gefunden und dann hinterher gar nicht mehr. Ah. Da sind sie. Komm. Wie gerufen. Ich befürchte, das ist hinter mir. Ja. Da geht's schon los. Ja, ja. Jetzt haben sie mich gesehen. Oh, lass mich, lass mich, lass mich. Leute. Na, da ist eine Falle. Genau, mein Freund. Die wird aber durch ihn nicht ausgelöst. Das gefällt mir schon gar nicht. So ein Mumpitz, ne? Geh weg. Ey. Leute. Jetzt. Ey, hier, 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 guck, Totem, guck. Na, brennst du? Ja. Ist ganz heiß darauf, mich zu sehen, ne? Ja, ja. Jetzt hast du Schieß, oder was? Jetzt hat er Schieß? Nix gibt's hier. Freak. Penner. Warum geht die Falle denn nicht los? Ehrlich, ist der Knaller schon wieder. Meine Fresse. Ich fühle mich nicht sicher.
Und ich habe wieder keinen Kopf gefunden. Das ist. Ich trau mich doch nicht. Da ist doch der Kopf. Heb ihn doch auf. Jetzt habe ich einen. Ach, endlich. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Und eigentlich müsste ich den auch haben. Das ist doch einer, ne? Ja. Sah jedenfalls so aus. Herrlich. Haben wir das Ding auch fertig. So, Mädels. Mir ist schon wieder kalt. So. Ja, ich kann keine Royal Lizards mehr tragen. Okay. Aber ich brauche die Haut. Soll ich jetzt mal riskieren zu speichern? Das scheint geklappt zu haben. Das ist ja super. Okay. Sammle ich mal hier nochmal einen Quatsch ein. Also irgendwie ist das gerade ein bisschen dürftig so. Mit dem Sammeln. Aber das ist ja egal. Wie kann ich denn einen lebenden Hasen fangen und hier reinsetzen? Einfach nicht draufschlagen oder wie mache ich das am besten? Gar nicht so einfach. Da schreien sie schon wieder rum. Irgendwo rennt eine Patt. Aber nicht mit mir, Leute. Hier, Totem. Ich höre die da hinten rumlaufen. Das nervt so tierisch. Ah. Oh, kann ich dich fangen? Kann ich dich fangen? Fang, 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 fang. Komm her, du. Ne, anscheinend nicht. Oh, ich muss mich auch waschen gehen. Also ich werde jetzt mal kurz mein Camp verlassen, mich waschen. Und dann muss ich hier auch eigentlich mal Ende machen. Aber ich glaube, die Folge ist schon wieder ziemlich lang. So. Okay. Ab nach Hause. Kann ich direkt noch ein paar Leaves sammeln fürs Feuer? So. Fühle ich mich direkt wohler nach so einem Bad. Ah, gucken, was passiert, wenn ich jetzt speichere. Aber ich stecke auf jeden Fall die Totems nochmal an. So. Und das Feuerchen. Super. So. Schauen wir uns das Dilemma mal an. Also er scheint ja gespeichert zu haben, ne? Aber würdet ihr der Sache vertrauen hier? Da hinten rennen sie. Bleib doch einfach weg, hier ist gefährlich, mein Freund. Vertrau mir. Du machst dich unglücklich. Ach, meine erste Holzwand. Mal wieder mein Totem anstecken. Über meine Fallen wundern, die nicht ausgelöst werden. Alles supi. Tabletten nachlegen. So. Wieder eine Pott.
ich versuche mein Glück. Entweder stehen sie in meinem Camp oder es ist hell. Ja, es ist, scheint hell geworden zu sein. Ja, okay, hoffen wir das Beste. Also die erste Holzwand habe ich hingestellt. Wir verschenken also quasi nichts. Alles ist ausgebaut. Ist ja schon mal eine schöne Fortsetzung eigentlich. Schauen wir uns das Ganze in der nächsten Folge nochmal genauer an. Ja, so eine Lizard-Haut nehme ich mir nochmal mit. Ja, und waschen muss ich mich gleich dann. Okay. Jo. Dann bin ich soweit. So, damit beende ich diese Folge dann mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.